Ja, hallo, ich bin's, der Blumenmann, und heute geht's um Laubblätter. Ich weiß, viele nerven sich, weil der Nachbar wieder mal das Laub nicht weggeputzt hat. Und darum finde ich es cool, wenn du heute einmal das Laub holen kannst und mit mir zusammen eine einfache, schöne Glasschale für deine Frühlingsdeko mit Frühlingspflanzen machen kannst. Ja, ich habe dazu einmal Traubenhyazinthe, ich habe dazu Hyazinthe und ich habe eine Narzisse. Du kannst auch Schneeglöckchen, Krokusse oder sonstige Zwiebelpflanzen nehmen. Wichtig ist einfach, du hast eine Schale, du hast dazu vielleicht noch ein paar Äste. Ich habe da Bucheneste, ich habe Rinde und ich habe Moosäste. Ja, so können wir einfach und schnell eine coole Frühlingsdekoration machen für den Gartentisch, aber auch für Indoor. Wir müssen uns bewusst sein, wenn du diese Pflanzenschale mit dem Glas Indoor einstellst, musst du einfach dir bewusst sein, dass die Pflanzen viel schneller wachsen. Aber du entscheidest, wo du diese Frühlingsschale hinstellst. Schreib mir am Schluss rein, wo du die Frühlingsschale hinstellen würdest. Und wenn es dich interessieren würde, wie man diese Pflanzenschale gießt, dann schreibst du noch Gießen jetzt in die Kommentare rein. Und wenn ich sehe, es haben ganz, ganz viele Gießen eingeschrieben, zeige ich euch das auch noch ganz gerne. Also, wir legen zum Anfang unser Laub mal hier schön in die Schale. Nehmen dann unsere Zwiebelpflanzen, und das Geniale bei den Zwiebelpflanzen ist ja, die kann man wunderbar auch ein wenig trennen, weil die Zwiebeln ja so schön verwurzelt sind, aber trotzdem gut trennbar sind, können wir unsere Pflanzen auch schön aufteilen. Das finde ich ganz wichtig, so können wir ein wenig mit den Platzhaltern spielen und haben nicht einfach so eine langweilige Pflanzenarrangementfüllung, dass wir einfach so hier einmal Narzisse haben, hier einmal Hyazinthe und hier einmal die Traubenhyazinthe. Wir müssen uns auch ganz klar bewusst sein, wir brauchen da nicht zu viele Erde und Wurzeln. Diese Hyazinthen oder auch die Narzissen, die leben hauptsächlich vom gespeicherten Substrat. Darum können wir die so problemlos einfach auseinanderzupfen. Da musst du kein schlechtes Gewissen haben oder so. Das geht prima und problemlos. Wir nehmen nun nochmals etwas Blätter, legen dann unsere Äste und unsere Rindenstücke hier schön sorgfältig rein und haben dann so wie einen Frühlingsgarten im Glas kreiert. Du kannst jede Art von Glas eigentlich nehmen. Hauptsache, es ist nicht gleich eine ganz flache Glasschale, sonst klappt es natürlich nicht. Aber alles, wo so 4-5 cm Hohlraum hat, sollte eigentlich problemlos klappen. So hast du dir vielleicht durch den ganzen Winter einen Fundus an Rinden, an Moosäst und so weiter angesammelt, und dann kannst du das jetzt alles schön verarbeiten. So, du siehst, nun haben wir mal alles schön in der Tiefe, aber unsere Frühlingsblüher wachsen ja auch noch, und das heißt, dass wir diese Frühlingsblüher auch begleiten wollen. Und dadurch nehmen wir jetzt noch von diesen einfachen, schönen Zweigen rein. Ich habe jetzt da die Buche ausgewählt, und so können wir da diese Buchenäste auch noch schön sorgfältig reinlegen. So haben wir dann eine schöne, freche, exklusive Tischdeko für drinnen oder draußen mit den Frühlingsblühen kreiert.
Du lässt ja auch, wenn wir da die Blätter so drüber legen, die Frühlingsblühe, die werden dann einfach plötzlich rausklüpseln und rauskommen. Wir haben da kein Problem, die Blätter ein wenig wegzudrücken. So, jetzt habe ich da das Wasser geholt. Wir leeren da einfach mal Wasser rein, überschwemmen eigentlich das ganze Glas. Du siehst, nun haben wir hier das Wasser schon im Glas drin. Der größte Fehler wäre jetzt, wenn wir das Wasser einfach so drin lassen, dann verfault das Ganze. Diese Sache machen wir rund einmal die Woche, weil unsere Frühlingsblüher haben ja die Zwiebel, da haben sie ganz viele Nährstoffe gespeichert und dadurch brauchen sie wirklich ganz, ganz wenig Wasser. Also, merk dir, lieber weniger als zu viel Wasser, und wenn du mal gießt, so einmal alle ein bis zwei Wochen rein mit dem Wasser, und dann kannst du die ganze Deko so halten und das ganze Wasser wieder schön sorgfältig rauslaufen lassen. Es ist etwas gruselig, wenn du das Ganze zum Beispiel bei dir dann in den Abfluss lässt, bei deiner Küche oder so. Ich empfehle dir, das entweder in einen Kübel zu machen oder auch vielleicht draußen im Garten diese ganze Geschichte zu erledigen. Ja, und so haben wir einen schönen Frühlingsgarten im Glas gemacht. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Wenn ja, drück einen Daumen nach oben. Wenn du was gelernt hast, schreibst du gelernt in die Kommentare. Und dann sage ich einfach Tschüss und weg, sagt dein Blumenmann. Auf bald wieder, hier bei mir.